Ich zeige dir heute, wie du Loops oder Beats sofort interessanter machen kannst, indem du Filter stackst, also hintereinander schaltest. Los geht's. Wir hören uns mal dieses kleine Beispiel hier direkt an. Alles schön und gut, aber was ich insbesondere feststelle, gerade bei solchen Produktionen immer, und was so ein bisschen ein, würde ich mal sagen, Amateur- oder Anfängerfehler ist, dass hier gerade bei den Beats nicht wirklich an der Dynamik und an der Interessantheit gearbeitet wird. Ich habe jetzt hier mal eine Bassdrum und drüber läuft so ein Loop, mehr oder weniger Percussion-Loop. Und gerade bei solchen Produktionen kommt es jetzt ganz oft vor, dass dieser Loop einfach so durchläuft. Dabei kann man gerade mit solchen Toppern hier, nennt man das auch, sehr, sehr viel machen und gerade solche Dance- oder EDM-Produktionen viel, viel interessanter machen, und zwar mit ganz einfachen Mitteln, den mir jetzt, ich war letzte Woche in Deutschland, ein Kumpel im Studio gezeigt hat, und zwar, das ist Logic's interner Autofilter, Logic's internes Autofilter-Plugin. Das hole ich mir gerade hier mal rein, und zwar möchte ich jetzt bearbeiten unseren Topper. Und das Autofilter-Plugin, das ist wirklich Asbach uralt. Und das finden wir hier unter Filter, wo auch sonst. Und du hast jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Wir können jetzt hier natürlich irgendwelche Presets reinbauen. Also klingt jetzt zunächst mal so. Oder was weiß ich, irgendwelche. Und so, aber das ist natürlich langweilig, weil Presets reinschalten kann ja jeder. Und deswegen machen wir uns jetzt selber eine Konfiguration hier. Was ich zunächst mal möchte, ist was ganz Typisches jetzt für so ein Beat. Und zwar möchte ich dieses Up-Down-Movement. Also das ist dass der Loop praktisch so hin und her wabert, alle zwei Takte lang. Und dass wir dann den Cut-Off-Filter ein bisschen hoch, ein bisschen runterziehen, hast du bestimmt schon in X-Produktionen gehört. Ich schalte mal hier die Envelope-Sektion, das ist die schalte ich mal stumm, oder beziehungsweise die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich konzentriere mich auf Cut-Off, Resonance, damit kannst du den Klang mit diesem Autofilter hier so ein bisschen färben. Und den LFO natürlich, sonst hören wir nichts. Die Waveform lasse ich hier auf Sägezahn, ne? Das heißt, das Signal geht dann hoch und wieder runter. Ich stelle also hier zwei Takte ein, weil ich möchte ja hier, dass er hier einmal hier runter geht, dass es dunkler wird und dann hier sozusagen wieder heller oder höher klingt oder der LFO besser zu hören ist. Also diesen Effekt hast du bestimmt schon in X-Produktionen gehört. Und das ist jetzt auch zunächst mal noch nicht so was Besonderes. Was wir aber jetzt machen, und das ist der Trick dabei, wir schalten jetzt nochmal einen Autofilter dahinter. Also einen zweiten, in den der erste reingespeist wird. Und den möchte ich jetzt gerne hier mit dem Bandpass-Filter beeinflussen. Der Bandpass-Filter beeinflusst die mittleren Frequenzen, also nicht das Low-End, nicht das High-End, sondern nur die mittleren Frequenzen. Wenn ich jetzt hier ein bisschen was einbaue oder ein bisschen Movement reinbringe, kann ich zum Beispiel die Bassdrum eliminieren hier und kann versuchen jetzt, wenn ich hier ein bisschen rummache, kann versuchen, so ein kleines bisschen mehr Bewegung reinzubringen oder eine Gegenbewegung reinzubringen, dass es also nicht nur jetzt von Takt 1 nach Takt 2 runtergeht, dunkler wird und dann wieder hochkommt, diese Wellenform, sondern dass ich jetzt einfach insgesamt in den Groove noch ein bisschen mehr Bewegung reinbringe. Wichtig ist auch, ich möchte hier, dass die Rate doppelt so schnell läuft. Ja? Denn erst habe ich jetzt zwei Takte gemacht und jetzt möchte ich nur einen halben Takt machen. Ich lasse mal den ersten Autofilter aus, damit du hörst, was der zweite macht, wenn ich jetzt hier gleich anfange einzustellen. Wichtig also hier, ich gehe auf den Bandpass-Filter. Ja, und du hast jetzt gesehen, durch diesen zweiten Filter bekommen wir jetzt so eine Gegenbewegung rein und wir können auch die Bassdrum hier, weil wir eben diesen Bandpass-Filter hier haben und über den Cut-Off kann ich jetzt ein bisschen bestimmen, wann die Bassdrum reinfährt, sollen wir jetzt eine schöne Gegenbewegung zum ersten Autofilter. Hören wir es uns jetzt mal an mit beiden Filtern. Filter 1. Filter 2. Und mein Mix. Ja.
Ja, und so kannst du schnell eine schöne Unruhe schaffen. Dieser Topper hier bewegt sich, es geht unruhiger hin und her. Und das ist natürlich viel spannender, wie wenn wir es jetzt nur so haben hier, dass er jetzt komplett durchläuft. Gut, das Ganze können wir jetzt natürlich noch ein bisschen verfeinern. Ich kann jetzt zum Beispiel ein Delay noch einsetzen, um das Ganze noch ein bisschen komplexer, ein bisschen dichter zu machen. Du musst bei diesen Effekten nur ein bisschen aufpassen, dass du es nicht zu sehr übertreibst. Ich möchte jetzt nicht, dass das so durch die Decke geht. Das ist hier auf Bus 2. Das ist mein Delay. Du siehst, ich übersteuere hier ein bisschen, habe vorher nicht richtig aufgepasst, aber das macht jetzt nichts, das ist trotzdem hier noch leise genug. Und ich lasse jetzt hier einfach die Standardeinstellungen und schaue, hauptsächlich mache ich hier einen Low-Cut-Filter und einen High-Cut-Filter, dass ja gerade die Bassdrum hier beim Delay nicht zu sehr durch die Decke mir geht. Ja, ich will die Bassdrum eliminieren, möglichst. Schon ganz gut. Ich kann das Delay jetzt auch noch ein kleines bisschen verhallen hier. Wir haben ja hier schon einen Hall, das ist unseren Space Designer. Das drückt das Delay auch noch so ein bisschen nach hinten. Zu viel. So kannst du recht zügig übrigens auch, ich habe jetzt nicht lange gebraucht, mit zwei hintereinander geschalteten Filtern deine Loops oder deine Topper-Loops oder Beats natürlich auch viel interessanter gestalten. Jetzt meine Frage an die Logic-User. Habt ihr den Autofilter noch gekannt? Ich habe da irgendwann, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren mal ein Video dazu gemacht, zu diesem Ding, weil der unheimlich viel kann. Ist aber wirklich Asbach, uralt, dieses Plugin. Hast du das gekannt? Und setzt du das tatsächlich in deinen Produktionen ein? Weil ich habe das schon bestimmt seit Jahren nicht mehr benutzt. Obwohl es eigentlich relativ einfach zu bedienen ist. Und übrigens auch hier der Distortion und die Distortion-Sektion funktioniert wirklich wunderbar. Da brauchst du auch keinen Chroma, Glow, nichts. Das würde mich interessieren. Autofilter, benutzt du den für deine Produktion? Ansonsten, wenn dir das hier gefallen hat und du möchtest mehr Tipps, wie du in Logic schneller zurechtkommst, wie du Logic für dich individualisieren kannst, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du Logic für dich individualisieren kannst und wie du deinen Workflow massiv beschleunigen kannst in Logic Pro 11. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. Ansonsten, falls du weitere Logic Tutorials sehen möchtest, dann stöber mal in meiner Playlist rum. Das sind, glaube ich, über 200 Videos drin, da sollten dir schon viele Fragen beantwortet werden. Und ich bedanke mich natürlich wie immer ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Letzte Woche gab es kein Video, da haben mich schon einige gefragt, hörst du jetzt auf oder wie? Das finde ich ja total nett, wenn ich einmal keins drehe, dass ihr dann gleich fragt, nein, alles gut, war nur ein bisschen viel los und von daher sehen wir uns nächste Woche beim nächsten Tutorial. Bis dann.